Lieber Raphael Frangi, Deutschland und ich, Angela, wünschen Ihnen alles Liebe und Gute zu Ihrem Geburtstag. Es ist ein spezieller Tag. Die Sonne scheint nicht, wohl aber scheint sie in unseren Herzen. Alles Gute, Ihre Angela. Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Ja, und hier ist er wieder, dein Raphael vom Marketing Monkey Podcast. Schön, bist du heute dabei. Und heute hören wir uns eine kleine Aufzeichnung an, und zwar mit Joel Steinmann. Mit Joel habe ich gesprochen. Joel hat eine Vergangenheit im Marketing in verschiedenen Stationen des digitalen Marketings mit dabei. Was ihn und mich ein bisschen vereint, ist quasi einen relativ wilden Lebenslauf, also verschiedene Dinge ausprobiert, immer wieder den Job auch gewechselt, um bewusst Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen erleben zu dürfen. Und ich habe mit Joel ein bisschen gesprochen zu diesem Thema digitalen Marketing in der Schweiz, seine Positionen und seinen unterschiedlichsten Punkten oder Stationen in seinem Leben, die er erlebt hat. Das hörst du jetzt, das ist natürlich ein Schweizer Dialekt, also alle Freunde aus Deutschland, die ja gerne hier den Marketing Monkey zuhören. Leider werde ich nichts verstehen oder versucht es auf jeden Fall mal. Und für alle anderen herzlich willkommen da auf dem Marketing Monkey Podcast. In Dialekt geht es weiter mit einem von den, man kann schon fast sagen, Veteranen vom Schweizer Digital Marketing, verschiedene Stationen. Schön, bist du dabei. Bitte vergiss nicht, nach dem Podcast entsprechend zu raten oder deinen Freunden zu empfehlen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Aber jetzt geht es ab mit dem Joel und seiner Erfahrung auf auch schon fast 10 Jahre Digital Marketing Schweiz. So, willkommen zum Marketing Monkey, die nächste Ausgabe heute mit einer spannenden Person, mit einem wilden, aber sehr interessanten Weg. Der Joel Steinmann ist heute bei mir im Podcast. Er hat schon viele Stationen, nicht nur in der digitalen Welt gehabt, ist vom, würde ich mal sagen, Online-Shop-Optimierer zum Büro-Möbel-Experte geworden. Joel, willkommen im Podcast. Und erzähl mal schnell so ein bisschen, wer bist du und wie bist du dort hingekommen, wo du heute bist? Das ist ja ein spannender Weg. Ja, Raphael, danke vielmals, dass ich da sein darf. Also eben, ich fühle mich immer noch ein bisschen geflasht, dass ich da die Chance habe, zu reden mit dir. Ja, ist wirklich eine spannende Geschichte. Ich würde es ein bisschen als Kaltwassersprung bezeichnen, den ich so zurückgelegt habe in den letzten Jahren von meiner beruflichen Tätigkeit. Ja, verschiedenste Online-Destinationen habe ich absolviert. Ich bin irgendwie nach der Ausbildung dann mal bei Ricardo.ch gelandet und habe dort auch im kalten Wasser SEO, SEM, E-Mail-Marketing und so ein bisschen CRM kennengelernt auf der damals, ja, ich würde sagen, fast grössten Plattform in der Schweiz. Vielleicht dort und noch schnell reingehen, Joel, ich unterbreche dich ja da ganz frech. Und zwar, das war ja die Zeit, wo das ist ja nicht mehr das Ricardo, wie man es heute kennt, oder? Also das war dort wirklich eine spannende Zeit, Aufbauzeit und eine Leaderzeit, oder? Das ist nicht das gleiche Absolut. Ricardo wie heute. Nein, ganz und gar nicht. Also heute würde ich sie eher als Manager Ricardo bezeichnen, weil sie halt der Tamedia gehört. Mhm. Damals, als ich angefangen habe, waren wir ja um die 50 Mitarbeiter gewesen, voll im Wachstum drin. Es hat Ricardo damals schon 7 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegeben. Und wo ich dann gegangen bin, etwa 2,5 Jahre später, sind wir 150 Mitarbeiter nur in der Schweiz gewesen. Ja, cool. Also es war ein bisschen crazy Zeit gewesen, auch Wachstum, was Besucherzahlen natürlich betrifft und User auf der Webseite, Wachstum, was Umsatz betrifft. Wir sind fast an 1 Milliarde hergekommen, Warenumsatz abverkauft damals, im 2008-2009 dort umeinander. Und das war schon eine coole Zeit. Das ist so richtig so Startup-Feeling, würde ich das bezeichnen. Man war so ein bisschen eine Familie gewesen, obwohl man doch schon 50 Mitarbeiter war. Und das hat echt Spass gemacht, das hat echt gerockt. Das ist so etwas, was ich dann in den folgenden Jahren irgendwie ja, wirklich vermisst habe. Weil das ist so im Marketing, wir sind so ständig irgendwie im Ausgang gewesen miteinander und haben wirklich Spass gehabt an dem E-Commerce-Thema. Und das ist echt eine coole Zeit gewesen, ja. Cool. Mhm. Vielleicht, was wir dort noch so gemacht haben, also so hauptsächlich klassische Online-Kampagnen. Also, die lustigste Anekdote ist nach wie vor die, dass wir eigentlich
in dem Zeithalter für das E-Commerce-Unternehmen eigentlich nicht wirklich ein Tracking-Tool hatten. Also wir haben so AdWords gemacht, in einem höheren 5-, sogar 6-stelligen Bereich Geld ausgegeben und wir haben eigentlich mehr oder weniger relativ lange Zeit nur den CPC gemessen. Das heisst, wir haben keine Conversion-Rate gemessen, wir haben keine Google Analytics gehabt, weil damals war noch so das Thema, ja, wie viel weiss denn Google wirklich? Und haben wir dann wirklich Zugriff zu unseren Daten? Wir haben so eine eigene Ansicht gehabt und gesagt, ja, es wäre doch cool, dann könnten wir endlich wissen, was wir da fabrizieren, funktioniert oder funktioniert nicht, können wir verbessern. Und dann am Schluss haben wir es dann endlich integrieren bevor ich dann gegangen bin, mit Google Analytics zu arbeiten. Und dann hat es erst richtig aber Spass gemacht, sagen wir es mal so. Cool. Mhm. Ja, das ist noch eine spannende Geschichte für so ein grosses E-Commerce-Unternehmen, das ist relativ lange eigentlich fast ein bisschen im Blindflug. Und was ich auch noch cool finde, ist, du, und ich glaube, das zeichnet auch deinen Weg ein bisschen aus, du hast dann nachher nicht gesagt, okay, jetzt gehe ich einfach zu eBay, oder du hast dann gesagt, ich mache etwas komplett anderes, oder in dem Sinn. Ich bleibe zwar online, aber ich gehe dann weiter und bleibe nicht in dem gleichen Marketplace-Ecke. Das ist richtig. Also ich habe dann eigentlich meinen Rucksack ein bisschen gefüllt. Wir können es ein bisschen als Wanderjahr bezeichnen. Ich bin dann bei TradeTabler gelandet, einem Affiliate-Netzwerk, dazumals, glaube ich, eines der grössten in Europa. Mittlerweile ist Affiliate-Marketing in der Schweiz ja nicht mehr so populär, wie es scheint. Und dort habe ich das Internet so ein bisschen richtig kennengelernt. Also ich war dort so im Verkauf eine Art tätig gewesen. Also ich habe Akquise gemacht von Werbeplätzen. Ich habe den ganzen Tag nur im Internet gesurft und Webseiten gesucht, wo könntet, unsere Werbeplätze aufnehmen, damit wir können für unsere Advertiser dann dort Werbung ausspielen. Und dann lernst du natürlich das Internet extrem gut kennen. Du siehst, wer ist wo drauf, was gibt es da für Kategorien und wie sind die strukturiert und was kann man wie und wo noch rausholen. Also, was hat denn in Zukunft? Ja, und hast du nicht immer, weil so ist es mir ein bisschen gegangen. Ich bin immer so im Struggle gewesen zwischen, würde ich jetzt das Technische mal vertiefen, weil ich immer wieder gemerkt habe, wenn im Digitalmarketing gibt es immer so eine Ecke, oder wenn du so von der Konzept-, Sales-, Marketing-Seite kommst, dann fehlt dir immer so ein bisschen das Bauen. Oder bist du jemand gewesen, der gesagt hat, doch, ich will das Wissen auch haben und ich denke mich in HTML-Code rein und Ja, wie soll ich sagen, durch meine Ausbildung als Mediamatiker dazumals habe ich natürlich auch Webseiten programmiert von Grund auf. Okay. Also das ist mir schon ein bisschen mitgegeben. Ich bin jetzt nicht ein Hardcore-Programmierer, aber ich kann HTML-Code lesen. Das ist kein Problem. Ich könnte dann auch blind schreiben, ohne irgendein Bild zu sehen. Es wird jetzt nicht die Webseite, wo ich sage jetzt mal einen Schönheitspreis gewinnt oder irgendwie so. Definitiv nicht, aber das muss ich ja gar nicht. Für das gibt es ja mittlerweile spezialisierte Webentwickler, die das 10-mal besser können als ich. Aber ich verstehe den Code und vor allem hilft mir das, meine Disziplinen, was das Online-Marketing betrifft, besser zu verstehen und umzusetzen. Cool. Mhm. Das ist eigentlich der Grund gewesen. Und durch das eben, bist du immer in Kontakt gekommen mit zum Beispiel eben mit Tracking, wo dann mehr und mehr ein Thema geworden ist, also wirklich erfolgsmässig. Und das hat mich interessiert jetzt bei TradeTabler. Und durch das, dass sie sich so eng beschränkt haben auf das Display-Marketing und Performance-Marketing für Abverkauf, ist das relativ schnell dann halt ein bisschen, ja, ein bisschen einseitig und ein bisschen langweilig geworden für mich. Also ich habe mich nicht können weiterentwickeln. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, hey, jetzt wollte ich mal mein Rucksäckchen, das ich jetzt gefüllt habe, mal ein bisschen ausprobieren. Und bin dann nachher bei Schulerei gelandet. Sehr traditionelle Unternehmen und habe dort eigentlich alle Online-Disziplinen können vereinen. Also ich habe das finde ich noch spannend, gell? Weil das ist ja ein Unternehmen, wo da mache ich mich erinnern, ich meine, wir sind nicht im ähnlichen Alter. Ja, ich bin ja da. Wir sind nicht im ähnlichen Alter. Ich habe Schuler wie kennt. Ich meine, da hat meine Mami vor 25 Jahren das Ultra-Offline, so ein Wii-Abo oder etwas Tiefes gehabt. Ja. Und far away von irgendeiner Optimierung von CPC oder whatever, oder? Also, Das ist ein bisschen ein Trugschluss. Das ist ein bisschen ein falsches Bild, das man eigentlich von Schulern hat. Man kennt sie eigentlich wirklich durch den Dom Pascal, den sie aufgebaut haben, den Wii-Brand, wo wahrscheinlich deine Mami daheim trinkt oder im Keller hat und heute noch trinkt. Und sie sind aber eigentlich sehr ein innovatives Unternehmen gewesen, für das, was sie eigentlich wahrgenommen worden sind. Also sie sind die Ersten gewesen, die zum Beispiel den Versandhandel im Wii-Bereich so ein bisschen richtig gepusht haben. Und sind auch die Ersten gewesen, die in der Schweiz zumindest
den Online-Shop gestartet haben. Und das hat eigentlich sehr gut schon funktioniert. Dann, als ich schon dort hingekommen bin, hat schon recht viel Umsatz ist generiert worden über E-Mail-Marketing, über den Webshop, über SEO, über SEA. Das ist eigentlich alles schon da gewesen. Also ich musste eigentlich nur noch müssen die verschiedenen Puzzle analysieren und optimieren. Ja, und dann nach der Schulzeit, also wo wir dort dann den neuen Online-Shop live gebracht haben, habe ich dann, wir haben ein bisschen Verständnisschwierigkeiten gehabt, so könnte man es vielleicht sagen, also strategische Grundausrichtung, die ich gefunden habe, das müsste ein bisschen die Richtung gehen. Ich bin vom Inhaber, im Nachhinein hat er mir das dann erzählt, geholt worden und gesagt, ja, es wäre cool, wenn du da bleibst, weil wir brauchen eine Verjüngung in dem Team. Und ich habe das cool gefunden, weil Wein ist mir mega am Herzen gelegen, liegt mir heute noch am Herzen, also ich habe Freude an Genuss und so Sachen. Und dann hat das für mich einfach nicht gestimmt. Also ich habe dann müssen sagen, nein, also so kann ich mich nicht weiterentwickeln, wir werden da steile Wege reingerührt ein bisschen. Und das war ein bisschen schade, weil ja, es hat wirklich weh da, dort zu gehen, weil eben das Thema so cool war. Also es ist ein Massenprodukt, das betrifft jeden. Und das hat die Emotionen, oder? Das Marketing, ja, das Coolste, was du kannst machen, oder? Mhm. Ja, und dann bin ich in einer trockenen Branche gelandet, bei GetAbstract, Wirtschaftsliteratur, wo Wirtschaftsliteratur zusammenfassen. Und habe dort eigentlich den gleichen Job gemacht wie bei Schuler, also B2C, Online-Marketing, allerdings dann weltweit, weil wir in verschiedenen Sprachen unterwegs gewesen sind. Und das war sehr spannend. Dort haben wir wieder den Drive gehabt von Ricardo damals, wirklich ein cooles Entwicklerteam, wo Gas gegeben hat, wo wollte wissen, was wie funktioniert und wo auch den Austausch gesucht hat. Und dann hat man hier zum Beispiel A-B-Testing gemacht, und wirklich auf Mikro-Level. Also man hat wirklich Thesen aufgestellt, gesagt, ja, macht es jetzt mehr Sinn, wenn der Button 5 Pixel weiter rechts oder 5 Pixel weiter links steht oder ob er in grün oder in orange ist oder was weiß ich. Und da hat man wirklich x so Experimente ausprobiert und die Webseite permanent weiterentwickelt. Mhm. Und dort habe ich auch gemerkt, eine Webseite muss nicht unbedingt schön aussehen, sondern eine Webseite muss ein Ziel haben und wenn das Ziel Verkäufer ist, dann muss das als erstes im Vordergrund stehen und alles andere muss dann einfach hinten anstehen. Also Amazon ist der beste Beweis dafür, dass eine Webseite nicht nur schön sein und kann funktionieren. Das ist ja wirklich eine hässliche Webseite, aber es funktioniert. Oder? Und, wie ist in dem Schritt so eine Zielgruppe finden gewesen? Weil das ist doch etwas, was ich meine, eine Business-Literatur, oder? Das ist ja. Das ist ja extrem, die Zielgruppe ist extrem breit und wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, ihm auf Seiten anzutreffen, wo präsent sie recht viel Geld kostet. Also ist das konkret vom Tool her, sind wirklich in einer endlosen Google-Optimierung gewesen? Oder was ist ja. Jetzt so der Media-Ansatz gewesen? Weil die Zielgruppe finden, wie gesagt, die ist sehr teuer, oder? Mhm. Durchaus. Also wir haben schon sehr ein grosses Netzwerk gehabt. Die sind natürlich auch Social Media, vor allem LinkedIn und Xing, sind stark gekommen. Das war ein Vorteil gewesen. Und dann haben wir natürlich extrem SEO und SEA gemacht, wie die Wahnsinnigen. Also dort haben wir extrem viel Geld ausgegeben. Affiliate Marketing ist sehr gut gelaufen, tatsächlich, vor allem weltweit. Wir haben, glaube ich, 4 verschiedene Affiliate-Netzwerke gleichzeitig betreut. Also über Commission Junction, Affiliate, Trade Doubler. Die richtig grossen dann, ja. Und dann ein eigenes auch noch unterhalten und das auch noch weiterentwickeln. Also ja, dort ist einiges über Affiliate gelaufen. Sowohl als Vermarkter, als auch als eigenen Affiliate. Also wir sind ja auch Affiliate gewesen für Amazon. Weil jedes Mal, wenn du eine Buchzusammenfassung gelesen hast, du kannst sagen, ja, ich würde jetzt gerne gleich das ganze Buch lesen. Und dann der Klick zu Amazon. Und dort ist auch recht gut Geld reinkommen. Was mich dort immer gefragt haben, ist so ich meine, das ist ja Wissen, wo die Firma nicht selber hatte. Das sind irgendwelche Autoren gewesen. Also da hat es nämlich auch eine sehr grosse Abteilung gegeben, die sich um das ganze Rechtliche gekümmert hat, um die Urheberrechte etc. Ist das so? Vom Businessmodell her jetzt? Ja, es sind, sind 3 Leute, sind glaube ich in der rechten Abteilung gewesen. Mhm. Und die haben tatsächlich immer gut zu tun gehabt, weil die haben ja jedes Recht irgendwie müssen abklären. Also vom Cover, ob man jetzt das dafür nutzen von dem entsprechenden Buch. Okay.
Zusammenfassung ausmachen oder nicht. Für welche Märkte gilt die ganze Geschichte? Und die haben recht viel geschaffen in diesem Bereich und arbeiten nach wie vor sehr viel. Die Bibliothek wächst ja permanent. Und das ist eigentlich das Coole an GetAbstract. Ich bin heute noch Fan davon, dass du ein Abo halt hast und du hast Vollzugriff einfach auf die ganze Bibliothek, die ständig grösser wird. Cool. Oder? Mhm. Das ist wirklich eine coole Sache, kann ich eigentlich jedem empfehlen, der sagt, ja, muss ich jetzt das Buch wirklich auch noch kaufen, dann zahlst du halt den Jahresbeitrag dort und hast dafür Zugriff auf die Zusammenfassung, die immer 5 DIN A4 Seiten sind und nie länger. Oder? Aber es ist schon ein bisschen ein roter Faden, oder im Sinne vom Optimieren vom Wein, im Sinne von mehr Abverkauf, dann von diesen Zusammenfassungen, das ist ein roter Faden, oder? Also das sieht man schon, du hast quasi das Verkaufen oder Optimieren schon auf jedem von deinen Schritten mit dabei gehabt, oder? Das schon, definitiv, ja. Mhm. Mal. Es war mir auch wichtig, so ein bisschen, meinen Rucksack oder eben meine Vergangenheit wieder ein bisschen einzubringen, meine Erfahrungen reinzubringen und wieder mit neuen Sachen zu füllen. Oder? Es ist nicht so eine, ja, wie soll ich jetzt sagen, einfach immer in komplett andere Bereiche hineingumpen, die keine Berührungspunkte mit der Vergangenheit hat. Also, das ist schon. Mhm. Ich hatte einfach immer das Ziel gehabt, wenn ich eine neue Position nehme, dass ich etwas dazulerne, wo mich weiterbringt. Und wenn ich merke, dass ich nicht mehr weiterkomme, dann muss ich schauen, dass ich irgendeinen Weg finde, wo ich einen Schritt kann gehen kann. Mhm. Und GetAbstract ist eine sehr gute Werkstatt gewesen, zum Lernen. Wirklich ein cooles Unternehmen mit sehr innovativen und fordernden Leuten, die wirklich Gas geben und das machen sie auch wieder. Also das ist wirklich... Und auch sehr geil, dein nächster Schritt war dann auch wieder bei einem Unternehmen gewesen, wo ich finde, das ist so ein Offline-Ding, oder? Das ist so ein... Meine Mami hat den Wein im Keller gehabt von dem Schuler, ja. Und meine Mami hat dann das Futter im Keller gehabt von deinem nächsten Step. Also das klassisch offline, oder? Also, okay, ja, also, wie geht denn das online? Oder was hast du denn? Ja, also kaufst du von dem nächsten noch meinen Stuhl, dann wäre es ja perfekt, oder? Nein, ich habe einfach nach einer neuen Position gesucht, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und ich habe dann ein bisschen gesucht und gefunden, hey, ich habe noch nie so wirklich ein Corporate-Unternehmen gehabt, wo ich mich austoben konnte und so. Und ich meine, Royal Canin sind weltweit 8'000 Mitarbeiter, aber es gehört eben der Mars und das sind dann 85'000 Mitarbeiter rund. Und das war ein interessantes Umfeld gewesen. Und ich dachte, hey, wieso mal nicht auch so die Corporate-Seite kennenlernen. Und dann hat es die Position dort gegeben als E-Business-Leiter von Royal Canin Schweiz. Und dann habe ich jetzt wahrscheinlich weniger um meine wirkliche Fähigkeit im Online gegangen, sondern mehr einfach um die interpersonellen Geschichten. Also nicht wirklich herauszufinden, wie müllen da die Corporates, wie funktionieren da die zwischenmenschlichen Sachen und wie können wir die ins Boot reinholen, dass wir meine Themen mit E-Business können vorwärts treiben. Mhm. Weil die haben eine extrem alte Infrastruktur gehabt, was E-Business betrifft. Sehr komplexe Zielgruppen und Kundengruppen, die wirklich also crazy waren, sind customized bis ins Tod oder ins Grab, aber kann man schon fast sagen. Also ein Beispiel, man hat dort Kundengruppen gehabt im Online-Shop, wo die Leute haben können bestellen, die haben nicht müssen für zahlen, wie es über den Bund gelaufen ist und für das hat man eine separate Lösung gehabt. Aber Das finde ich extrem spannend. Kann man dort so sagen, der Hauptanteil, oder ist das falsch, ist schon aber der Offline-Käufer, oder nicht? Also haben die einen eigenen Online-Job gehabt? Ja, das ist B2B, B2B-Online-Job. Okay, B2B. Und okay. Erstaunlicherweise sind es einfach ja, 95% von allen Bestellungen sind über den Webshop reingekommen. Ah, krass, also, okay. Es ist extrem weniger über E-Mail gelaufen, sondern wirklich über den Webshop. Wo halt wirklich wie ein B2B-Webshop halt auch ausgesehen hat, oder? Okay, also der muss dann auch nicht hübsch sein, oder? Nein, nicht wirklich. Okay, Und der Endkunde ist aber nach wie vor der, wo... Das Produkt können wir auch rüber umstellen, oder? Und der Endkunde ist wahrscheinlich schon der, wo aber im stationären Handel oft ist, oder haben die zu dieser Zeit auch einen eigenen B2C-Online-Job gehabt? Nein, das haben wir nicht gemacht. Wir haben wirklich nur an Fachhandel verkauft, beziehungsweise wir haben ja drei Zielgruppen gehabt. Das eine sind der Fachhandel, Zoofachhandel, Qualipet, Fressnapf und die Unabhängigen, wie sie alle heissen.
Und dann auch ein Tierarzt, der dann ein spezielles Sortiment von Tierarzt, Tierfutterprodukten gehabt haben von Royal Canin. Und dann hat es noch die dritte Gruppe gegeben, die Züchter, also die, die alle Katzen und Hunde aufgezogen haben. Und auch für die hat es ein separates Futter gegeben, oder Futterlinie, muss man sagen. Und ja, dann hast du eigentlich immer drei verschiedene Gruppen gehabt, die du hast angesprochen. Aber das Marketing war, dass wir auf den Kunden losgegangen sind via Social Media. TV und so haben wir nicht so gemacht, so viel Geld haben wir doch nicht gehabt. Aber hauptsächlich über Social Media und E-Mail-Marketing und CRM. CRM ist wichtig. Ja. Und das funktioniert wahrscheinlich im Sinne von, das ist ein Markt, wo die Menschen ihr Geld ausgeben, wenn sie ihre Tiere gerne haben, oder? Wie verrückt. Also das merkst du ja relativ schnell. Also es hat einmal eine Situation gegeben, wo es mediale Aufruhr gegeben hat, so würde ich jetzt mal bezeichnen, wo wir ein bisschen negativ in der Presse gewesen sind und das wird körperlich angegangen worden auf der Straße. Ja, ihr Wort. Fahrzeuge auswechseln und so. Also es war wirklich crazy. Weil mit vielen Emotionen verbunden, oder? Wahrscheinlich, ja. Sehr, sehr. Und das hat mir dann wirklich gezeigt, hey, wow, also so ein Tier ist wahrscheinlich noch näher, als man sich selber ist, wenn man eins hat. Und es ist eine spannende Branche, definitiv, weil du kannst sehr viel lachen. Okay. Also eine Geschichte, die wir dort gemacht haben, ist, wir haben verschiedene Systeme miteinander verbunden, unter anderem auch ein B2C-Tierportal. Du kannst also deinen Hund oder deine Katze können in das Portal aufladen und dann dort eine Art Gewichtstracker verfolgen. Und dann hast du immer zum Geburtstag vom Tier, hat das Tier sozusagen ein E-Mail bekommen und sagen: Hey Bello, herzliche Gratulation zum Geburtstag, willkommen zum Geburtstag. Du bist jetzt ein Jahr älter, auf die nächsten 365 Tage solltest du ein bisschen auf das und das und das schauen. Wir haben gesehen, dass dein Gewicht ein bisschen in eine Richtung gegangen ist, die nicht so gesund wäre. Wir empfehlen dir das und das. Und jetzt stell dir mal vor, das ist für jede Hunderasse, für jede Katzenrasse, für jedes Alter von den entsprechenden Hunde- und Katzenrassen personalisiert gewesen. Also keine Ahnung, es gibt 100 so verschiedene Hund- und Katzenrassen miteinander zusammenzählt und das alles voll customized. Das ist recht eine crazy Geschichte gewesen. Hat aber sehr gut funktioniert, oder? Cool. Bei Ihnen mal. Und dann bist du gelandet in einer völlig anderen Branche. Ja, und dann... Genau. Währenddessen habe ich eine Weiterbildung gemacht zum Kommunikationsleiter. Ich habe einfach in der Kommunikation noch das Gefühl gehabt, ich müsse noch ein bisschen mehr wissen. Und während dieser Zeit habe ich zum Abschluss eine Diplomarbeit geschrieben über das Geschäft, das ich jetzt hier besitze. Also es war ja das Geschäft von meinem Schwiegervater, der dann verstorben ist. Damals, als ich die Diplomarbeit geschrieben habe, hat er noch gelebt. Und, also wäre ein Schritt gewesen, den ihr geplant hättet, einfach nicht so kurzfristig? Also die Übernahme? Oder? Also diskutiert oder haben wir es ehrlich gesagt nie. Wirklich nicht. Und ich habe mich einfach dort wirklich anlässlich von dieser Diplomarbeit mit dem Geschäft ein bisschen auseinandergesetzt. Da wirklich sehr naiv und oberflächlich, halt vom Marketing-Branding-Punkt aus. Und dann irgendwann ist, keine Ahnung, das ist glaube ich ein halbes Jahr gewesen, nach dem Tod vom Schwiegervater, bin ich dann im Garten gehockt von der Schwiegermutter. Wir haben irgendwie Grill und Bier gehabt dort. Und dann sage ich zu ihr, du, die Firma da, gibt es die noch? Kann man die noch haben? Und dann sagt sie, ja, die kann man noch haben. Also, sie hat gerade jemanden noch, der auch noch Interesse hat, wo sie zuerst sozusagen gefragt haben. Wenn die nicht wollen, kannst du gerne dir die Sachen anschauen und kannst es kaufen. Und dann ist es mehr oder weniger 2 Wochen später, habe ich die Firma gepostet. Und seitdem bin ich in der Ich habe vorher noch nicht wirklich einen Bezug gehabt zu Büromöbel. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe von meinem Schwiegervater damals meinen Lieblingsstuhl abgekauft, den ich auch heute noch habe. Aber sonst habe ich keinen Bezug gehabt zu Büromöbel, ganz und gar. Das ist extrem spannend und crazy, wie wir es nennen. Ich meine, Büromöbel, oder? Ist so, da, wenn du jetzt nicht gerade in einer HR-Abteilung bist, behaupte ich jetzt mal von einer grossen Firma, selbst wenn du in einer Führungsposition bist in einer Firma, ist jetzt das nicht das Erste, was du wahrscheinlich auf dem Loop hast und sagst, ich muss jetzt da einen neuen Stuhl haben, der extrem viel kostet. Es ist auch das Produkt, sage ich mal, ist jetzt nicht das Hundefutter, es ist ja nicht der Wein für vielleicht 80, 90 Franken, wenn er schon teuer ist, sondern das sind immer andere Dimensionen. Und ich meine, jetzt kaufst du eine Firma, das finde ich wirklich extrem spannend und
kommst aus der Online-Welt, hast dort über einige Jahre verschiedene Stationen erfolgreich aufgebaut. Und jetzt stehst du da vor so einem Bürostuhl. Ich bin auf deiner Webseite schon ein paar Mal gesehen, der kostet 900 Franken und findest jetzt, holy, das ist jetzt nicht Flasche Wein oder ein Abstract von einem Businessbuch. Oder? Ich meine, wie geht man da vor? Ja. Und ich nehme an, übrigens, das ist ein typisches klein-mittleres Unternehmen, heisst, du bist auch nicht reingekommen und da haben 5 Marketing-Spezialisten auf dich gewartet und gesagt, Joel, da haben wir noch ein lustiges Konzept, kannst du das abnehmen? Also ich nehme an, so ist es dann auch nicht gewesen. Nein, ich bin allein, komplett, ja. Also ich mache ja alles allein. Und das ist auch vielleicht auch das Lustige, wo die Leute mich ein bisschen komisch manchmal anschauen, oder da komme ich in dieser Offline-Welt, wie du so schön sagst, auf Kundenbesuch, mache eine Beratung machen und nachher komme ich, keine Ahnung, 5 Wochen später, je nachdem, wenn die Auslieferung alt ist, gehe abhacken. Oder Bücher unter den Tisch unter und baue einen Bürotisch um oder was weiß ich. Und dann schauen mich die Leute an, du bist nicht der, der da die Firma kriegt. Ich sage, ja, mal. Sage, ja, und was machst du? Ich sage, ja, ich arbeite, denke ich nicht. Also, das gehört zu mir, ich wollte auch etwas machen und so. Und du kommst eigentlich so ein bisschen andere Bereiche hin. Also, du lernst verschiedene Sachen kennen. So, und du hast ja eigentlich beide Aspekte, oder? Genau, du hast das eine, dann ist das Unternehmerische und dann eben so meine Ecke, noch schnell, wo ich mit dir überschwätze, ist das ein Marketing, oder? Definitiv, ja. Das Marketing ist eigentlich wirklich der Treiber von meinem Online-Shop mittlerweile. Also das ist das, wo jetzt geht. Das ist auch das, was mir hilft in dieser Branche. Ich habe vorhin gesagt, ich bin allein. Wenn ich jetzt meine Marktbegleiter anschaue, die haben, keine Ahnung, 10, 20, 30, 50 Mitarbeiter, sogar mehrere Tausend manchmal. Und gegen die muss ich natürlich nicht grosse Projekte machen. Also meine Zielgruppe ist schon mal ganz eine andere als die Hauptzielgruppe. Das ist ja sicher ein grosser Punkt. Und dann gehe ich natürlich nicht auf den, der in die IKEA einen Stuhl posten würde. Also definitiv. Ich meine, einen Stuhl für 100 Stutz und dann kommt er bei mir, geht es vielleicht bei 500 Stutz los für irgendeinen komischen Hocker und geht dann auf bis 2'500 Franken, je nachdem, wenn man Sessel will, sogar noch höher. Das ist eine andere Zielgruppe, definitiv. Mhm. Oder? Und bei mir steht im Fokus ein anderes Problem oder ein anderes Thema und das ist Gesundheit. Das heisst, bei mir findest du keinen Stuhl, wie du den im Office World oder in die IKEA findest, wo du einfach auf und ab kannst lassen, sondern hat immer noch Zusatzfunktionen. Das ist der Kern von meinem Online-Shop auf solergo.ch. Also dort geht es wirklich eher um die Ergonomie, um Gesundheit, um Leute, die sagen, hey, ich will eigentlich effizient arbeiten können, ich will keine Rückenschmerzen haben, ich will sie verlieren, wenn ich sie schon habe. Alles so ein bisschen so Gründe. Und ja, ich meine, du gehst schnell mal 2'000, 3'000 Stutz für einen schlauen Laptop oder für einen Computer aus, aber ein Bürostuhl denkt irgendwie niemand und du brauchst den genauso viel, wie du den Computer brauchst. Oder? Und ist das nicht so, und ist nicht sehr eine grosse Herausforderung, weil ja doch, also kann ich mir jetzt vorstellen, wenn du dann so über so Ergonomie redest oder, und die Gesundheits, die ganzen Ecken, dann ist nicht so, dass ein gewisser Teil von diesen Menschen sagt, ja, aber sie sind ja nicht Arzt. Also im Sinne von, hast du dir auch müssen Wissen aneignen, irgendwo wahrscheinlich dich weiterbilden, was das dann heisst, ein guter Stuhl und was das für... Weiterbildungen gemacht. Okay. Ja, ich habe 2 Weiterbildungen gemacht in diesem Bereich. Das eine ist der geprüfte Arbeitsplatzexperte, so eine Branchenausbildung, von so einem Verband organisiert wird. Dort geht es mehr um Arbeitsplatzgestaltung, was musst du berücksichtigen, wie musst du Abstände einhalten und so ein bisschen die Rahmenbedingungen, würde ich jetzt mal sagen, vom Büro. Und dann habe ich noch den Ergonomie-Experten gemacht, um einfach noch den, ich würde jetzt nicht sagen den anatomischen Bereich, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, können noch kennenzulernen. Also ganz einfach so schwafeln von irgendetwas ohne ein bisschen Wissen, habe ich dann doch nicht gemacht. Ich habe noch einige Bücher dazu gelesen. Aber ich bin kein Physiotherapeut, ich bin kein Arzt. Also du kannst bei mir nicht kommen und sagen, du, ich habe irgendwie L4 kaputt, welcher Stuhl löst mir mein Problem? Dann sage ich, du gehst mal zuerst zum Physiotherapeut, du musst mal zuerst schauen, was überhaupt wirklich dein Problem ist und ob du überhaupt solltest sitzen oder nicht. Und dann finden wir einen Weg, um miteinander irgendetwas verbessern in deiner Situation. Aber ich gehe nicht Rezepte ausstellen, das mache ich nicht, weil das, ja, das wäre geschäftsschädigend oder definitiv. Cool. Das kann ich nicht.
extrem spannend. Jetzt würde es mich wundern, Joel, durch die vielen Stationen, lass uns noch ein bisschen reden über, wie sich denn das Online-Marketing jetzt aus deiner Erfahrung verändert hat. Ich persönlich stelle fest, dass es so die beiden Lager gibt. Es gibt die einen, so die Optimierer, wo du sicher... Ja, es gibt so die beiden Lager. Das eine sind so die optimiert, denen hast du gehört, und es gibt die anderen, die es immer schöner haben und wo so designverliebt sind. Das digitale Marketing hat sich extrem verändert die letzten Jahre, oder? Würdest du sagen, was ist so der grosse Unterschied zu der Zeit, wo du angefangen hast, und zu heute, wie sich das digitale Marketing verändert hat? Hauptpunkt sicher Thema Messbarkeit und Statistik. Ich glaube, die Leute werden, je mehr dass sie entdecken, was man überhaupt alles kann messen, freundlicher gehen sie mit den Zahlen um, oder sie halten sich noch mehr fern. Das ist so die zwei Unterschiede, die man kann. Entweder werden sie überladen mit den vielen Daten, die man überkommt, oder sie freuen sich an und denken, okay, jetzt gehe ich wirklich ausdrübeln. Das ist mal ein Punkt. Und das andere, was ich für mich persönlich finde, ist, ja, du hast es ein bisschen angedeutet, einfach, was ist das Ziel von dieser Webseite? Ich gebe ja selber auch noch Schulen, verschiedenste Institute, und dort kommen die immer wieder und sagen, ja, Social Media und Snapchat und wie die all die schönen Tools so heissen, oder? Und wenn ich dann die frage, ja, was ist denn euer Ziel mit dieser ganzen Geschichte, wenn ihr da Stunden und Wochen und was weiß ich, Jahre auf Social Media verbrötelt, was macht ihr mit dem, wenn ihr da 10 Millionen Follower habt? Und die haben nie eine Antwort drauf. Das ist wirklich etwas, was mich immer wieder erstaunt. Also da wird so viel Geld ausgegeben, es wird irgendwelche neue Plattformen angesäckelt, aber was wirklich das Ziel ist und was die wirklich messen, das findest du oft nicht. Das ist eigentlich unglaublich. Ja, und nicht nur bei den kleinen Unternehmen, sondern auch bei grossen. Also ich habe das sogar schon von Coca-Cola gehört, das war vor Jahren, haben die auch geblufft dort, wie viele Follower das sie haben. Sie sagen, ja, und was machen wir jetzt mit denen? Die hat mir keine Antwort können geben. Und dann, das ist für mich so eine Erkenntnis, dass ich sage, okay, was für Marketinginstrumente setze ich irgendwie ein, wo ich sowieso brauche und wo mir hilft, mein Ziel zu erreichen. Und mein Ziel, ich meine, ich habe einen Online-Shop, ich will verkaufen. Also, dann ja, muss ich irgendwie Tools finden, die das unterstützen. Aber wieso macht ihr das? Das ist etwas, was ich mir wirklich meine. Ich bin ja dann auch auf die Corporate-Seite kurz ausgeflogen, ein paar Jahre, und halt bei einem grossen Telekommunikationsanbieter gibt es auch nicht so viel in der Schweiz. Habe ich das auch erlebt, was du sagst, oder? Da wird einfach Geld ausgegeben zum Ausprobieren, weil man es einfach kann, oder? Also, das ist unglaublich. Ich glaube, das ist es, ja, weil man es einfach kann, oder weil man einfach das Gefühl hat, ja, da muss man jetzt einfach dabei sein, das muss man jetzt einfach machen, oder? Und das machen jetzt all die anderen auch, und jetzt müssen wir einfach mitschwimmen. Das ist der klassische Herdendrang, wo irgendwie alle haben. Und ich versuche auch ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen, oder? Also, dass man einfach ein bisschen anders also, ist. Ein bisschen, also dann sagst du auch, bei den Studenten, wo du unterwegs bist, ist das schon auch deine Message, wo du sagst, hey, hört auf, einfach alles auszuprobieren, sondern überlegt euch, was ihr wirklich wollt mit euren Präsenzen und Aktivitäten im Web. Aber überwachen, für zu welchem Zweck, dass ihr es ausprobiert, oder? Das ist der Punkt. Also ich finde es okay, wenn man Facebook einsetzt, weil Zielgruppe auf Facebook ist und man eine Community kann aufbauen und die nachher dazu begeistern, dass sie dann bei dir im Onlineshop kauft. Social Selling ist jetzt noch nicht ganz so gross in der Schweiz, wie es anderswo ist. Mhm. Aber es kommt immer mehr. Ich glaube, das ist langsam ein Thema, auch durch Integrationen, die man machen kann. Ich denke jetzt da an Schnittstellen zu Facebook von verschiedensten Plattformen hin, wo man Produkte direkt mit den Posts verknüpfen kann. Dann wird es natürlich schon interessant, oder? Wo man eine Geschichte kann erzählen kann in Form von einem Video und gleichzeitig noch ein Produkt dazu taggen, das in diesem Video vorkommt. Kann man schon vorstellen, dass dort Umsatz kannst generieren. Oder? Hast du das Gefühl, wenn man so in einer deiner Kerndisziplinen in dem ganzen Webverkauf-Shop-Thematik drin ist, hast du das Gefühl, so der grosse Traum, ich sehe das immer wieder auch bei meinen Studenten, und ich auch ein paar Institute unterrichte, die sagen, ja, ich baue mir jetzt den Webshop und dann macht mich der reich quasi, so vereinfacht gesagt. Hast du das Gefühl, ist es heute noch möglich, wirklich so im Netz deinen grossen, dich reich machenden Webshop zu bauen? Oder ist es schwieriger oder anders als vielleicht noch vor ein paar Jahren? Ja, aber ich glaube nicht so, wie es verkauft wird. Also, draussen wird es ja verkauft, ja, du machst da den Webshop mit Shopify, Viertelstunde steht parat und dann nachher bist du in zwei Wochen bist Millionär. Also, so ist es nicht. Also, wenn ich jetzt so Lergo anschaue, da bin ich jetzt noch weit entfernt davon, Millionär zu werden.
Aber das Wachstum ist definitiv da. Ein extremes Wachstum im dreistelligen Bereich, wo ich nicht denke, dass es so schnell gehen kann von Jahr zu Jahr. Und dann nicht einfach nur im tiefen dreistelligen Bereich. Und das sind so ein bisschen, es ist harte Arbeit. Also es ist wirklich viel zu tun, wo man einfach nicht so sieht. Und um jetzt auf meine Branche zurückzukommen, was da so ein bisschen Steinweg hineinrührt, das ist wirklich eine Branche, die halt einfach in den Kinderschuhen steckt. Oder ich sage es manchmal fast ein bisschen in der Steinzeit. Also angefangen für ein Online-Unternehmen, wenn du keine Bilder hast, von diesen Stühlen zum Beispiel, ja, da bin ich halt hergehockt, habe Photoshop für ihn genommen. Ich bin jetzt nicht die Photoshop-Experte, aber ich kann ein bisschen Pfad setzen und Farben korrigieren und so und habe dann Bilder auseinandergenommen und die Farben so nüchtern hergebracht, wie es dann wirklich dem Stoffmuster entspricht und dann die Bilder erstellt für die entsprechenden Stühle. Und ich meine, kannst du dir vorstellen, du hast einen Stuhl mit irgendwie 20 verschiedenen Stoffvarianten, wie lange du da dran bist, bis du nur mal die Bilder dort oben hast, die verschiedenen Varianten erfasst und all das ganze Zeug und dann noch Preise und dann kommt jedes Jahr kommt wieder eine neue Preisliste raus und dann musst du hinten reinsäcken und alles wieder anpassen. Das sind viele kleine Aufgaben, die einfach nicht gesehen werden manchmal. Auf ich finde, du sprichst etwas, und da finde ich, sprichst du etwas genau extrem Spannendes, oder? Es ist, ich sage meinen Studenten immer, was ihr oft vergessen ist, das ist ein Handwerk, oder? Und ich verzweifle ja selber immer wieder dran. Ich habe mich jetzt ein bisschen aufs Audio mehr spezialisiert, verzweifle jetzt ich persönlich an Photoshop und Ähnlichem. Aber es ist wirklich auch, dass man muss verstehen, das digitale Marketing hat viel mit Handwerk zu tun und ist eben nicht einfach die grossen Funnel, Zauberzeug, wie man in den schönen Büchern liest und in den lässigen YouTube-Videos liest, sondern am Ende des Tages ist es dann eben Handwerk. Oder wie du sagst, man hockt jetzt selber am Photoshop oder in ein Audio-Tool und muss umdrücken, umprobieren und das lernen. Oder? Und das wird von vielen Jungen wird das völlig unterschätzt, finde ich. Definitiv, finde ich auch. Also es ist mehr drin, im wirklich eben Produkt erfassen, und die kleinen Sachen richtig machen. Also ich habe jetzt ganz über die Osterzeit, schrägstrich Corona-Zeit, habe ich jetzt meinen ganzen Online-Shop komplett neu gebaut. Erstens, weil es mich verjagt hat von den Updates, aber auch von den Bestellungen, was jetzt natürlich cool ist. Oder? Alle wollen Homeoffice einrichten. Das ist ein USP für das E-Commerce, wo kann liefern kann. Ist das cool? Dafür ist ein anderer Bereich, der nicht so läuft. Oder? Das ist immer wieder so. Und das ist dann einfach das, wo du dann einfach plötzlich 10, 15, 16 Stunden am Tag, 5 Tage in der Woche dran hockst, bis der Online-Shop wieder richtig läuft, weil du einfach das Business verbiegst, oder? Mhm. Und dann bist du halt einfach abhängig. Du kostet dann auch ein paar Franken. Ja. Ich finde vielleicht zum Abschluss. Das sind so ein bisschen meine Leute. Ich würde gerne so mit dir in die Ecke gehen. Wir haben ja beide Studenten und die sind. Und das will man gar nicht glauben, das ist, wenn du so wie ich ab und zu in der so dieser Digital-Marketing-Filterblase bist, dann hast du das Gefühl, mittlerweile ist das Wissen sehr viel höher, aber da gibt es doch viele, die am Anfang sind, gerade kleinere und mittlere Unternehmen. Jetzt, was sind so deine 2 bis 4 Punkte, wo du sagst, hey, wenn wir jetzt anfangen mit digitalem Marketing, was müsst ihr als erstes machen? Du hast auch viele Jahre Erfahrung. Und was sind so die Punkte, wo du würdest sagen, mit dem müsst ihr jetzt anfangen, bevor ihr sagt, ich gehe jetzt auf irgendeine neue Facebook-Page oder machen wir jetzt einen lustigen User in Insta und postet Stories. Mit was solltest du anfangen? Mhm. Okay. Ich habe jetzt nur die Hälfte verstanden, weil du immer wieder ein bisschen abgebrochen bist, aber also ich bin einfach ein riesiger Fan von SEO, also wirklich ein riesiger Fan. Es ist nicht das Instrument, das jetzt gerade morgen ein Resultat ist, definitiv nicht, aber es ist das Instrument, das dir am nachhaltigsten Erfolg bringt und auch ein gesundes Wachstum mit sich führt. Also wenn du jetzt gar kein Geld hast und du denkst, ja, habe ich jetzt die Wahl zwischen Social Media und SEO, dann mach SEO. Weil was machst du denn? Und du bist voll auf Snapchat gewesen, hast deine ganze Reichweite weg. Und SEO ist das einfach nicht so. Wenn du deine Webseite super optimierst und dort Gas gibst, dann lebst du noch lange davon. Ich habe Blogbeiträge, die 4 Jahre alt sind, die werden heute noch angeschaut, weil der Content relevant ist, wenn man den regelmäßig anpasst, dann ist er auch noch morgen relevant. Oder? Und das sind so ein bisschen die Punkte, wo ich finde. Also vernünftigen Inhalt publizieren, nicht einfach kommunizieren ums Kommunizieren wegen, sondern kommunizieren mit einem Ziel, mit einer Absicht
was wollte ich dem Kunden bringen, was für ein Problem kann ich dir lösen. Und dann nachher ist es eben Content Marketing in Verbindung mit SEO. Und kannst du den Leuten ja. vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen, dass die müssen jetzt nicht Belletristik-Autoren sein, zum Anfang einen Blog führen, oder? Nein, ganz und gar nicht. Also ich meine, ich bin ja kein Topmodel, weit entfernt davon. Ich habe mich auch vor eine Handykamera hergestellt und habe mich gefilmt, wie ich gewisse Stühle zusammenbaue, wie ich Stühle erkläre, wie ich einen Tisch zusammenbaue. Ich habe sogar einmal einen Bürotisch gebaut, das Europalett, und habe mich gefilmt und das auf YouTube gestellt. Es ist kein Director's Cut Hollywood-verdächtiger Film, definitiv nicht, aber es zeigt authentisch, wer das ich bin, was ich mache und welche Probleme das ich löse. Und so ein die Angst zu probieren und zu sehen, wie es funktioniert. Die YouTube-Videos, das ist auch für mich, das ist Social Media, oder? Klar, aber es hat einen ganz klaren Nutzen in Form, ich kann einen Link setzen bei diesen YouTube-Videos, die wieder zurück zu meiner Webseite führt. Das kann ich bei Snapchat begrenzen, bei Instagram erst recht nicht, außer ich zahle dafür. Und das ist einfach etwas, wo einem hilft. Und ich habe dort Videos, wo heute noch angeschaut werden, und die dann sagen, hey, ich habe das Video auf YouTube gesehen und darum kaufe ich mit dir jetzt einen Ersatzbezug für einen Bürostuhl, weil ich den mal reparieren. Oder? Ja, also das finde ich extrem spannend, und ich bin auch überzeugt, also dort schließe ich mich dem an, was du sagst. Ich bin überzeugt, dass wenn du selber willst im digitalen Bereich erfolgreich sein, dann musst du dir überlegen, was ist der Mehrwert, den du wirklich bringst, oder? Also du kannst nur erfolgreich sein mit deinen Online-Präsenzen, in welcher Form auch immer, wenn du dir überlegst, was ist der Mehrwert von dem, was du da in den digitalen Kanälen raushaust, oder? Ja, das würde ich definitiv unterstreichen. Und dann Super, musst du einfach herausfinden, oder? Ja, das ist ja das Schwierige, glaube ich, oder? Es ist schwieriger, dass du dir überlegst. Und es kommt dir vielleicht auch ein bisschen darauf an, was du verkaufst. Oder wenn du jetzt der x Bierhändler online bist, wo jetzt, finde ich, mache auch noch einen Getränkeshop, dann ist es dort wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, den wirklichen Mehrwert zu finden. Ja? Definitiv, ja. Was solltest du denn überhaupt nicht machen, Joel? So, don't do this. So, wenn du jetzt da raus willst, also unsere... Ich höre dich gerade nicht, sorry. Was ist denn so der Punkt, wo du findest, das solltest du überhaupt nicht machen? So, du fängst jetzt mit digital an, und was ist so einer von den meistgemachtesten Fehler, den du immer wieder festgestellt hast? Bist du dem oder Leute, die du beraten hast auf deinem Weg? Einfach planlos loslaufen. Also ich bin auch einer, der gerne etwas mal schnell macht und ausprobiert, bevor er jetzt irgendwie ein grosses Konzept drumherum baut. Das mag gut sein, wenn du schnell mal wissen willst, okay, wie funktioniert jetzt, keine Ahnung, Instagram oder so. Aber das über lange Zeit einfach planlos machen, das finde ich ein bisschen fahrlässig. Also, wenn man allein arbeitet, dann kann man sich einen Plan im Kopf irgendwie machen, wenn man so ein Typ ist dafür. Aber sobald man in einem Team arbeitet, wäre es wirklich sinnvoll, die Tools oder die Ideen niederzuschreiben und sich dann an den Plan irgendwie zu halten. Dann weiss man auch genau, was hat man für ein Ziel, was hat man für einen Weg, wo will man durch, welche Tools setzt man ein. Und das hilft einem. Also so Redaktionspläne finde ich auch eine gute Sache, auch wenn es sehr viel Aufwand braucht, um dich eben unterhalten und folgen. Und dann kommt Corona dazwischen und dann kannst du dir alles auf den Kopf stellen. Aber grundsätzlich finde ich das eine vernünftige Sache. Und sonst nicht mit den falschen Tools anfangen. Also ich bin eben immer einer, der vom Zentrum aus anfängt und versucht, und die Leute wieder auf meine Webseite holen und nicht die Leute von meiner Webseite wegbringen auf Social Media und alle anderen Kanäle. Also ich bin auch ständig auf Social Media und finde das cool, mich dort austauschen und so ein Videos anzuschauen und etwas zu lernen. Aber einfach nur auf Social Media zu sein, damit es ein bisschen lustig ist, das finde ich den falschen Ansatz. Cool. Ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort, wo ich mich wieder anschliessen würde. Macht SEO, überlegt euch, was für Content ihr produzieren wollt, der wirklich einen Mehrwert für die Menschen, die ihr erreichen wollt, bietet. Schiesset nicht einfach rein, oder? Das ist das, was du auch sagst. Macht den Redaktionsplan, überlegt euch, was ihr wollt kommunizieren. Ich glaube, das ist das, was du als Zuhörerin, Zuhörer von dem Marketing Monkey Podcast heute kannst mitnehmen. Joel, es hat Spass gemacht. Du hast einen spannenden Weg hinter dir. Wir können jetzt am Schluss sogar noch einen Mehrwert für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben auf den Weg. Wenn man dich erreichen will, dann findet man dich unter joelsteinmann.ch oder unter solergo.ch. Das sind, glaube ich, deine beiden Hauptpräsenzen. Ist das so?
Solergo.ch definitiv. Joel Steinmann ist eigentlich mehr so ein bisschen meine Webseite, die ich halt mal gemacht habe, damit ich noch eine habe für irgendwelche Leute, die mich finden wollen. Und sonst hätte ich noch einen zweiten Geschäftsbereich, das wäre aber Ihr Gastrobereich, platemate.ch. Aber hauptsächlich ist es schon so Lego. Für das will ich jetzt hier brennen und Gas geben. Ich packe dir das noch in die Shownotes rein. Danke vielmals, Joel, für deine Zeit. Hat Spass gemacht, deine Reise zu beleuchten. Ja, hat Spass gemacht, deine Reise zu beleuchten, Joel. Merci vielmals. Und auch noch ein paar Tipps da für die guten Online-Menschen, die draußen einsteigen oder schon mitten im digitalen Business sind. Danke vielmals, Joel, und schönen Tag. Ja, ein wilder Ritt war das mit Joel Steinmann, und zwar nicht nur bezüglich der Tonqualität von Zoom. Ja, ich probiere immer mal wieder neue Tools auf zum Recorden, und das war wieder mal ein Versuch mit Zoom. Vielleicht probieren wir dann mal andere Tools in naher Zukunft aus. Joel Steinmann, das Gespräch wurde ein bisschen länger als geplant, denn es ging doch nicht nur um die Online-Tipps am Schluss, sondern es ging dann auch ein bisschen um sein Leben und die verschiedenen Stationen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ein Feedback würde mich sehr freuen, und natürlich auch beim nächsten Mal. Die werden dann wieder ein bisschen kürzer und knackiger, die nächsten Folgen. Schön, warst du dabei. Schalt wieder ein, marketingmonkey.ch. Bis dann, dein Raphael. Willkommen bei Marketing Monkey. Und hat dir gefallen, was du gehört hast? Lass bitte eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf www.marketingmonkey.ch da. Bis zum nächsten Mal bei dem Podcast, der deine Ideen und Pläne verändern wird.